Ja Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Manfredos Garten und Projektwelt. Ihr seht, ich bin in meiner Projektwerkstatt und der Grund, warum ich heute ein Projekt gemacht habe, der ist tatsächlich ein sehr ernster Grund. Es gibt da eine sehr kranke Person und eine gute Freundin von dieser kranken Person sagt, sie möchte ihr einen Handschmeichler schenken und hat auch schon ganz konkrete Vorstellungen davon gehabt, wie dieser Handschmeichler aussehen soll. Es soll also tatsächlich so eine Herzform sein. Ich denke, ihr könnt es so ein bisschen erkennen in der Kamera. Und es soll Mutmacher draufstehen. Ja, und damit diese kranke Person eben auch sehen kann, wie dieses Stück entsteht, also quasi tatsächlich vom Rohmaterial bis hin zu dem Handschmeichler, den sie dann in der Hand haben kann, um sich Mut zu machen, habe ich gedacht, ich mache jetzt eben auch ein kleines Video zur Entstehung von diesem Teil. Und ich denke, ihr könnt einfach mal ein bisschen zuschauen, wie man so einen Handschmeichler denn macht. Da gibt es 1000 Wege. Das war halt jetzt einfach mein Weg, um dieser ja, sehr kranken Person etwas Mut zu geben. Also schaut euch mal an, wie ich das gemacht habe. Ihr könnt ja auch gern mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr das anders gemacht hättet. Ne? Wenn es vielleicht einen viel einfacheren Weg gibt oder wenn ihr da andere Werkzeuge benutzt hättet. Und so weiter und so weiter. Ich nehme euch da einfach mal ein bisschen auf die Reise mit. Viel Spaß dabei. Ja, also fangen wir mal an mit der ganzen Geschichte. Als allererstes bin ich hier an meiner Bandsäge und ich habe mir aus meinem Holzlager 2 Stücke Holz mitgenommen. Das ist beides mal Kirschholz, auch beides vom gleichen Baum. Ich glaube, den habe ich sogar mal selber gefällt. Das ist so ein Stück, da sieht man hier noch die Kettensägespuren. Das hatte ich also ursprünglich mit meinem Kettensägewerk in einen dicken Balken gesägt. Und offensichtlich ist das jetzt quasi so ein Randabschnitt. Da habe ich ein Brett rausgesägt, ein dickes, um ein anderes Projekt zu machen. Oh, ich glaube, das Projekt weiß ich sogar noch. Das verlinke ich euch mal hier rechts oben in der Ecke. Da war nämlich diese segmentverleimte Schale. Ja, das heißt, hier habe ich jetzt aber noch wunderschönes Kirschholz. Die Rinde brauche ich dafür natürlich nicht. Und ich habe hier auch noch einen Brocken von dem Kirschholz und ihr seht, da habe ich beim Holzaufsägen fürs Trocknen irgendwie einen Fehler gemacht. Da ist also der Kern des Holzes noch mit drin und entsprechend gab es da einen Kernriss. Das heißt, für große Arbeiten ist das auch nicht mehr geeignet, aber eben für sowas, was wir jetzt vorhaben. Naja, und ihr kennt mich ja mittlerweile, ich mache nicht nur eins von diesen Dingen, sondern ich mache gleich eine ganze Handvoll. Das heißt, wir versuchen jetzt mal aus diesen beiden Holzstücken so viel wie möglich Rohlinge zu sägen. Und weil das jetzt alles laute Maschinen sind und ich nicht ständig wieder ausschalten möchte zwischendurch, schaut ihr mir da einfach im Schnelldurchgang zu. Ich mache euch ein bisschen Hintergrundmusik an. Das heißt, die Arbeitsschritte, die ihr jetzt seht, wären zunächst mal, wir schneiden uns aus diesen beiden Holzstücken Rohlinge 6 cm breit, 5,5 cm hoch und 3 cm dick. Mal schauen, wie viel das wir da rauskriegen. Anschließend werden aus diesen Rohlingen grob eben Herzformen ausgesägt. Das mache ich auch noch hier mit der Bandsäge. Und dann gehen wir rüber eine Station weiter zu meinem Bandschleifer und wir versuchen mal eine grobe Form hinzuschleifen. Wie gesagt, so lange werde ich euch nicht mit meinem Reden behelligen, sondern ihr schaut einfach mal zu. Also, los geht's! Jetzt sind wir also mal fertig mit diesen lauten Arbeiten, das heißt sägen, grob schleifen, feiner schleifen, sogar von Hand schleifen, habt ihr alles gesehen. Ich zeige euch jetzt exemplarisch an einem dieser Handschmeichler, wie es weitergeht. Da soll jetzt nämlich vorne und hinten noch eine kleine Beschriftung drauf und das mache ich jetzt, oder ich versuche es zumindest mal mit so einem kleinen Lasergravurgerät. Ich nehme euch da einfach mal mit an die Maschine und dann könnt ihr mir auch dabei ein wenig zuschauen.
So, das Ganze mit etwas Klebeband auf dem Tisch von dem Lasergravierer eingespannt. Und dann seht ihr mal, in dem Bereich ungefähr soll das jetzt eingraviert werden. Und Leute, hier gilt wieder Sicherheitsvorschrift. Ihr macht jetzt bitte kurz auf Pause. Dann holt ihr euch so eine Laserschutzbrille, damit ihr euch die Augen nicht verblitzt. Und anschließend dürft ihr weiter zuschauen. Gell? Also jetzt Pause machen und sobald ihr die Brille aufhabt, spielt ihr das Video genau an dieser Stelle weiter. Ja, da kann man ein bisschen am Bildschirm mitverfolgen, wie der Fortschritt von der Lasergraviermaschine ist. Ich mache euch das einfach mal so ein klein bisschen im zehnfachen Schnelldurchlauf. Man muss da schon eine ganze Weile warten, bis der Brennprozess beendet ist. Ja, so sieht es jetzt aus nach der Gravur. Auf der Rückseite noch ein kleiner Smiley. Jetzt kommt noch ein Oberflächenöl dran. Da nehme ich ein ganz schnell trocknendes Öl. Na, so. Ach und nein, natürlich ist das nicht von der Metzgerei das Öl, sondern das war mal eine Wurstdose. Da denke ich, besteht aber keine Verwechslungsgefahr, dass wenn ich jetzt in so einer alten Wurstdose mein Öl aus der Flasche rauskippe, dass dann irgendeiner meint, oh, das ist bestimmt noch die Wurst, da kann man davon essen als Lebensmittel. Aber ja, ich weiß, natürlich sollte man in Lebensmittelbehältern, die noch als Lebensmittel gekennzeichnet sind, nicht auch noch irgendein Öl reinmachen oder sonstige Sachen, die man nicht essen und trinken sollte. Ich drehe es einfach so hin, dass man es nicht mehr sieht. Ja, das Öl, das darf jetzt ein paar Minuten einziehen. Danach wird das überschüssige Öl abgenommen und dann sind wir eigentlich fertig. So, jetzt ist es also vollbracht. Das Teil ist fertig. Ihr habt es ja ganz zu Beginn schon mal gesehen. Ich blende euch hier auch einfach nochmal ein schönes Foto ein. Ja, und im Endeffekt, jetzt wird es übergeben an die Freundin der kranken Person. Ja, und weil ich weiß, dass diese kranke Person, um die es hier geht, sich mit Sicherheit dieses Video anschauen wird und vermutlich beim Anschauen des Videos diesen Handschmeichler in der Hand hat, wünsche ich Ihnen jetzt natürlich gute Besserung und viel Mut für die Zukunft. Ja, für alle anderen, die das Video auch gesehen haben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich wie immer auf einen Daumen hoch. Wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen und nicht verpassen wollt, gibt es ja diesen Abonnieren-Knopf. Da könnt ihr einfach draufklicken, dann werdet ihr erinnert, wenn es ein neues Video von mir gibt. Ja, und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis bald, euer Manfred.